Hallo Reisefreunde, seid gegrüßt hier aus dem Ibis Hotel in Marseille. Ich zeige dir heute mal unser Doppeltzimmer, das wir haben. Das Hotel liegt direkt am, ja fast direkt am Hafen, am Kreuzfahrthafen. Und deswegen haben wir es gewählt, dass man da ziemlich schnell, wir steigen auf die Vasco da Gama auf und da kannst du gut einen Tag, zwei vor deiner Kreuzfahrt oder auch danach verbringen. Und zwar ist es das, ich schalte mal kurz um. Und zwar ist es das Zimmer 511 im fünften Stock. Also ich habe ja jetzt schon eine Nacht geschlafen, deswegen sieht es etwas zerwühlt aus. Aber war sehr bequem, ja. Wir starten hier mal von hinten. Hier hast du gleich mal das coole Fenster hier mit ja mit einem super coolen Ausblick hier auf Marseille, hier auf diese coolen Gebäude. Und hier daneben gleich hast du so einen ja, Tisch mit einem Stuhl, mit einem Hocker. Hier so ein kleines Nachttischlein und natürlich auch Telefon. Nachttischlampe und hier unten Steckdosen und Lichtschalter. Ja, das Bett siehst du hier, wie gesagt. Und hier drüben steht so ein Raumteiler, wo du deine Jacken aufhängen kannst mit einem Spiegel. Etwas Ablagefläche. Man muss natürlich dazu sagen, das bin ich. Ein Schrank hat das Zimmer jetzt nicht, also dementsprechend für mehrere Tage würde ich dir, ja, musst du dann dementsprechend nach einem anderen Zimmer hier im Hotel fragen, aber so für 1, 2 Nächte ist das hier, finde ich persönlich, ausreichend. Ja, hier den TV, den Flachbildfernseher. Hier oben nochmal so eine coole bemalte Decke. Fand ich, ist mir auch gleich aufgefallen, fand ich sehr cool. Und dann, wie gesagt, hier auf dieser Seite auch wieder so einen Nachttischlein, Lampe und da unten hast du dann auch Steckdosen. Klimaanlage, Lichtschalter und ja, hier geht es dann entsprechend heraus. Hier hast du nochmal einen Einblick auf die Raumaufteilung der Zimmer auf dem Floor. Ja, dann noch das Badezimmer. Wie gesagt, hier großer Spiegel. Hier siehst du mich wieder. Hier unten Mülltonne. Also die Handtücher habe ich jetzt schon benutzt. Ne? Nicht erschrecken. Da hast du 4, 5 Handtücher. Dann hier das Waschbecken, Seife, Föhn. Toilette und natürlich hier eine, ja, eine große Dusche, wie ich finde. Und jetzt habe ich hier noch etwas entdeckt. Solche, vielleicht wisst ihr, was das ist. Solche Becher, wo man hier so herauszieht. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr wisst. Ach, okay. Gut, ich denke, das ist, wenn du die Zähne dann dementsprechend putzt oder kannst du wahrscheinlich auch für den Kaffee nehmen oder was auch immer oder zum Trinken. Ja, dann gehen wir mal wieder ans schöne Fenster. Und ja, ich würde sagen, das war's dann auch schon von diesem Raum. Wenn dir der Raum gefallen hat, lass mal einen coolen Like da. Und vielleicht warst du ja auch schon in dem Hotel. Schreib mir mal, wie dir es gefallen hat. Und ansonsten, ja, vergiss das Abo nicht, damit du keine Roomtour mehr verpasst. Und ja, für mich geht es jetzt dann gleich aufs Schiff. Ich wünsche dir, deinen Liebsten, noch eine, ja, noch coole Reisen und anstehende Hotelübernachtungen. Wir sehen uns ganz bestimmt wieder online oder auf Deck. Dein Nico. Ciao, ciao.